Hier im Polychrommeer gibt es eine weitere Insel zu finden. Unsere erste, ehrlich gesagt, denn die Gigaleuchtturminsel konnten wir ja noch nicht betreten. Desolythie heißt diese Insel und sieht aus wie ein Haufen Schrott. Schauen wir uns den Haufen Schrott doch einfach mal genauer an. Bin gespannt, was wir da finden werden. Vielleicht ja Wally. Na, obwohl, ich glaube nicht, dass der in einem gleichen Universum... Na, obwohl... Wir sind ja nicht im Pitzkönigreich, wir sind ja wirklich in einem anderen Universum eigentlich, oder? Andere Dimension, Universum, wie man es nehmen will. Luigi! Naja, zumindest hat er sich nicht wehgetan. Luigi, wir arbeiten dran, aber es wird immer besser. Mit der Landung. Desolythie. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird, ich spreche es einfach so aus. Ist bewohnt. Hey, nein! Oh, die Vögel schon wieder. Was zum? Das ist aber gar nicht gut. Hilfe! Schwesterchen, nein! Oh Mann. Cool, hier geht's zu, wie im Taubenschlag. Was geht hier ab? Hier haben wir die Insel. Eine sehr kleine Insel, aber ist auch nur eine bewohnte Insel. Es gibt ja zwei Arten von Inseln. Die einen sind so bewohnte, kleine Inseln. Die andere Art ist eine große, wilde Insel, die nicht bewohnt ist oder halt nicht viel bewohnt. Hier auf Desolythie kommen echt so gut wie nie Besucher vorbei, seit das Land zerbrochen ist. Dabei sind wir ganz entspannt, selbst wenn Zeug auf unsere Häuser fällt. Solange wir gesund sind und was Feines zu futtern haben, geht's uns gut. Na gut, da sind jetzt diese Riesenvögel, die Leute verschleppen. Das ist schon doof. Ja, schon doof, das glaube ich dir, Kollege. Das kann ich dir glauben. Was haben wir hier? Blick nach oben! Monstervögel im Flug! Und Wäscheleien, sorry. Das ist doch normal. Ihr müsst doch auch irgendwie eure Klamotten trocken kriegen. Habe ich recht? Hier läuft ein Team Würg herum, das die ganze Zeit nur Unfug anrichtet. Manchmal möchte man sie wirklich würgen. Haha, Würg, würgen. Ihr seid so lustig. Lustig. Warum war der eine größer als der andere? Ah, der hat als drei gezählt, der größere. Hö? Lol. Ich glaube, so einen haben wir noch nie getroffen. Weil schon langsam, das ist unser Revier. Hm? Oh? Wer seid ihr denn? Und in unserem Revier ist kein Platz für verdächtige Gestalten wie euch. Wir machen über Desolythie und wir haben euch im Visier. Macht euch bereit. Hm? Wo ist Gunther? Oh, da ist er ja. Hey, du hast den Anfang verpasst. Was? Wer seid ihr denn? Entschuldigung, so jetzt aber. Macht euch bereit. Das war mein Text. Team Work, let's krachen. Da war schon zu weit. Erst kommt unsere Pose. Team Work. Noch nicht, Menno. Heute kommt ja gar nichts. Also nochmal von vorn. Wipke ist bereit. Juri ebenfalls! Ralf erst recht! Gunther auch! Und gemeinsam sind wir... Team Work! Luigi! Wach auf! Luigi schläft tief und fest, das bringt nichts. Ich mag nicht mehr der Dritte sein, das ist doof! Du musst der Dritte sein, sonst geht das mit dem Anfangsbuchstaben nicht! Wir sind Team W. Also mit Y, nicht Ü. Y. Das muss so sein! Dann bin ich ab jetzt Wipke! Ich sollte sowieso der Anführer sein! Vergiss es! Vielleicht brauchen wir auch einen neuen Namen! Das ist nicht dein Ernst! Du kannst doch unseren Namen einfach abwürgen! Ich bin mach, ich bin mach! Lass uns mal gehen! Hä? Ah? Hey, seht mal das Schweinchen, das seine Schnauzbart-Typ dabei hat. Oh, du hast es weit getrieben. Was? Was sind die denn für Gestalten? Zauberer oder so? Die sehen aus, als hätten sie Kohle. Was? Wie kommst du denn da auf? Ah! Was geht hier ab? Hilfe! Leute, ich glaube, es gibt noch viel wichtigere Probleme. Diese
da, ihr seid wieder da. Und sie fliegen zum Leuchtturm, wie ich es mir gedacht habe. Rolf, Juri, Gunther, hinterher! Leute? Diese Vögel haben sich in letzter Zeit Leute von unserer Insel gekrallt. Und jetzt wissen wir, dass sie zum Leuchtturm fliegen. Wir müssen zum Leuchtturm und alle retten. Nanu? Wollt ihr auch zum Leuchtturm? Ja, klar. Wie? Ihr wollt diese Insel an andere Inseln anbinden? Ihr zeigt uns doch den Weg, oder? Na gut. Aber erst müsst ihr unseren Test bestehen. Wir müssen sicher sein, dass sie überhaupt das Zeug hat, es bis zum Leuchtturm zu schaffen. Außerdem kommt ihr ohne uns überhaupt nicht dahin. Was für ein Test? Ganz einfach, findet uns. Was denkt ihr, wer ihr seid? Die Kinder aus Portemonnaie? Also dann, Teamwork, los geht's! Hey, warte! Oh, verstecken? Dann nehme ich mein übliches Versteck. Du? Du machst einfach. Dann mach einfach. Was machen wir jetzt? Gehen wir sie wirklich suchen? Müssen wir aber. Gibt's ja nicht! Ui, Fremde! Heißt das, wir haben endlich wieder Kunden? Und das nach so langer Zeit! Alle sollten ihre Läden öffnen! Oho! Hier gibt's Läden! Lass uns ein bisschen shoppen, während wir nach den kleinen Würgern suchen! Naja gut, warum nicht? Oh Gott, was haben die für ein Problem? Komische Viecher! Na gut, Viecher kann man sie ja nicht nennen. Sind zwar keine Menschen wie wir, aber... Sie sind menschenartige Lebewesen. Das kann man so, glaube ich, stehen lassen. Sorry, ich guck ständig auf... Oh, das ist ein Gegner auf der Map. What the hell? Was, ein Wurm? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe schon wieder vergessen. Hier ist ein Wurm? Was bist du für einer? Ein Boris. Okay, ein Boris. Aber schaut mal, der ist vom Level eigentlich auch okay. Level 13. Letztes Mal hatten wir Vögel Level 15. Und wir sind selber, na ja, gut, wir sind selber super an der Level. Also wirklich super an der Level. Hoffentlich stört das nicht. Oh mein Gott. Nochmal Hammer, glaube ich. So viel Schaden hat er nämlich gemacht. Aber ich wurde jetzt trotzdem noch nicht so ganz schlau. Aus den Viechern. Aber ich habe sogar noch eine Chance, schlau zu werden. Ah! Okay, jetzt hat er gedasht. Das habe ich verstanden. Oh yeah! Ja, so würde mich aufräumen, wenn ich was verstehe. Und das habe ich ja jetzt. Ausnahmsweise mal. Okay. Ich mache erstmal. Im Uhrzeigersinn alles. Ich gehe erstmal links überall rum, dann nach oben, dann rechts, dann runter. Und wenn ich halt welche auf dem Weg finde, dann finde ich sie halt. Bronzemedaille. Ah, die hatten wir schon mal, die Bronzemedaille. Gunther geht Dinge auf seine eigenen Weise an. Ehrlich gesagt habe ich mir Sorgen gemacht, ob wir mit Team Wirk überhaupt klarkommen. Aber die verstehen sich alle prima mit ihm. Er ist ja auch ein feiner Kerl. Warte, also ist Team Wirk kein so wirklich böses Team? Weil das... Wirkt jetzt auf jeden Fall so auf mich. Ah, da darf man nicht rüber. Okay. Ich wollte es einfach mal ausprobiert haben. Hätte ja sein können. Hm. Hallöchen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Hier ist gar nichts. Nur ein paar kleine Lichtlein. Die nach oben fliegen. Hey, was soll das? Dann fliege ich mal hinterher. Achso, die bleiben einfach stehen. Ja, okay, die sind geschenkt. Oh, yeah. Wonderful. Kommen wir raus? Irgendwo oben. Auf den Dächern? Nee, an so einer Terrasse. So ein bisschen hat das auch was von... Pokémon Colosseum oder sowas. Hat was. Ich mag die Stadt. So eine große Erkundungsstadt. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und hier sind natürlich auch Gegner. Hoffentlich können wir die alle beseitigen, damit die Einwohner wieder friedlich und zufrieden leben können, weil das ist kein Leben, das man führen kann.
Nicht, wenn überall Geier sind und Würmer und Boris. Und nicht Boris, Mann! Ja, wirklich, das gibt's doch nicht. Du machst das schon, Luigi. Hä? Ich stecke fest. Schöner Mist. Na gut. Kann dir der helfen? So. Und wie genau kriegen wir ihn jetzt heraus? Ich hatte eine Idee. Oh yeah. Hey, Peng. Mario! Luigi! Ja? Mann, Mario, ich brauche deine Hilfe! Na gut, habe ich plus einen auf Angriff. Yeah! Ihr habt mich rausgehauen, danke! Rolf und Juri! Rolf ist im Norden, Juri im Nordosten. So, finden wir noch den Rest und dann ab zum Leuchtturm. Okay, okay. Ich hab den nicht mehr gesucht, ich bin einfach nur erkunden gegangen. Ach, schau mal, hier oben sind die sogar, die vier. Mögt ihr die? Ich finde die ein bisschen komisch. Das sind merkwürdige Gestalten für mich. Aber gut. Hä, Moment mal. Ah, Mist. Ja, hier bin ich wieder. Mist, ich habe hier NPCs gesehen, aber ich dachte, da kann ich gleich noch mit denen reden. Jetzt sind die weg. Die haben sich wahrscheinlich gewundert, warum da einer an der Tür feststeckt. Aber wahrscheinlich hätte man von da aus Boris noch nicht sehen können. Nicht Boris. Den anderen Typen, hier wirst du mich meinen, den wir gerade rausgeholt haben. Hab seinen Namen wieder vergessen. Gerade ist kennengelernt. Namen nicht merken, also ich bitte euch. Ich hoffe übrigens, dass wir auf der Insel endlich mal wieder neue Attacken bekommen, weil ich brauche dringend eine neue Attacke, Mann. Also ich meine damit einen neuen Bro-Move. Hier, eine Paar-Attacke. Das haben wir auf jeden Fall dringend nötig. Am besten etwas, was auch Luftgegner angreifen kann. Das würde ich ja mal feiern. Da kommt gleich, zack, rum. Tot. Oh yeah. Ich sollte versuchen, öfter gegen die Gegner zu kämpfen. Oder zumindest offscreen gegen alle kämpfen. Zumindest mal das wäre nicht schlecht. Hi, Kollege. Ja, kämpfen? Na gut. Also ich versuche mal den Gegner auszuweichen. Weil ich noch was gemerkt habe. Oh, toller Treffer. Aber wenn es mal nicht klappt, dann ist auch nicht schlimm. What the? Welche Level bist du? 13, seit 13! Was zum Henker? Den Superpilz. Ich muss Superpilze einkaufen gehen eigentlich. Meine Pilze, die machen es einfach nicht mehr. Item-Connoisseur. Oder wie immer das auch gewonnen wird. Abwehrbohne und Wonnerpilz. Okay. Nett. Wir könnten theoretisch schon den grünen Panzer machen. Ich hoffe nur, dass er nicht weggeht wegen dem Vogel. Wieso einfach nicht den Vogel an, okay? Einfach nicht wegen dem Vogel schießen. Soundeffekte waren gerade ein bisschen komisch. Ah, Schaden ist okay, aber nicht das Gelbe vom Ei. Weg mit dir. Keine Boris-Infestion, Alter. Was macht der jetzt wieder? Mario hat aber auch wirklich wenig Leben, ne? Ich kann das nicht unterscheiden. Dammit! Das läuft gerade absolut gar nicht gut. Nee, geh auf den Vogel. Der ist größeres Übel. Den müssen wir down kriegen, Mann. Drauf da. Vielleicht ist er beim nächsten Konter besiegt. Das wäre wünschenswert. Tschüss. Schade, er lebt noch. Okay, wer noch? Du? Ich mach diesen anderen Angriff, aber ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ernsthaft. Ernsthaft! Ach du Schießen.
Ich war mal besser, okay. Diese Lydia irgendwann. Cool. Cool, cool, cool. Und du bist nicht cool. Tschüss. So, da Boris. Blech, Desolütje Blech. Oh, yeah. Okay, halbes Level up. Wir kommen näher. Auch näher dem Tod. Also schnell den Pilz naschen. Zwei sogar, ich erlaub's dir. Wir haben genug Pilze. So, und jetzt gönnen wir uns die Deutlichter. Schaut mal, ich hab mir den Namen merken können für den Vieh. Deutlichter. Undeutlich. Das sind nämlich deutlich Lichter. Eindeutig. Bleib mal stehen, Luigi. K.O. Hammer. Okay, zeig mal. Mit jedem bisschen geht der Schritt Angriff um 20%. Wow. Wow. 1 auf Hammer, 2 Verteidigung. Was sagt Luigi dazu? 8 auf Hammer, 2 Verteidigung. Ja, mit für dich ist es viel besser. Kriegt Luigi den Hammer? Gönn dir, Kollege. Okay, wir gehen einmal. Da ist diesen Punkt hin. Wir schauen mal, was denn da überhaupt los ist. Außerdem, dass sich ja einer hier im Norden verstecken, wurde uns gesagt. Also müssen wir auch eigentlich jemanden hier finden. Kann ich hier lang? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Hallo. Ich kenne Roy von Team Wirt. Manchmal spielen wir zusammen. Er sagt immer, dass er der Anführer ist, aber so ganz glaube ich ihm das nicht. Außerdem sagt er, er hat seine Narbe im Kampf gegen Piraten abgekriegt. Stimmt das? Der hat gekämpft, der Typ? Na ja, der hatte eine Narbe, aber... Oh, hier hat sich auf jeden Fall einer versteckt. Braucht ihr Licht, dann betätigt den Schalter mit einem Hammer. Da ist ein Wackelkontakt, also geht das Licht recht schnell wieder aus. Aber also besser als nichts, sage ich immer. Oh. Warum nicht? Besser als nicht. Jetzt geht's wieder aus, oder? Ja, wir können hier raus. Oh. Geht uns hier lang? Hm. Versteckt sich hier etwa einer in diesem Haus? Ich kann da gar nicht reinspringen. Ist hier was? Gibt's irgendwann später... Oh, warte! Oh! Ein Bonbon! So, so. Kleiner Bonus. Nimm ich mit. Nimm ich an. Nettes Geschenk an mich. Da könnte ich rüberfliegen, aber ich mach's noch nicht. Ich will mich erstmal umschauen, bevor ich irgendwie rüberfliege. Obwohl, da ist ein... Was Schönes. Oh, das Licht. Okay, okay, okay. Bonk. Licht anlassen, bitte. Danke fürs Geld. Rüberwechseln. Ja. Rüberfliegen. Rüberfliegen. Stopp. Springen. Super Nuss. Super geil. Und jetzt wieder an. Also, anlassen. Hat er noch geflackert. Hm? Hm, was? Da unten kommt man lang. Wenn man kleiner wäre. Da komme ich doch safe noch irgendwie lang. Warte mal. Momentchen. Moment. Das gehen wir hin. Doch, Mario. Doch, Mario. Das kriegen wir hin. Ja. So schwer das doch jetzt gar nicht. Das war jetzt keine schwere Geburt. Können wir da links lang ab den Fässern? Ich glaube nicht. Okay, das ist offensichtlich. Und das war's. Aha. Dunkel hier drin. Eigentlich gut zu verstecken, aber auch zu dunkel. Wie soll ich denn da ein Versteck finden? Kollege. Ah, Schreck, lass nach. Puh, ihr habt mich gefunden. Dabei hatte ich nicht mal Zeit, mich zu verstecken. Eigentlich könnten wir auch gleich draußen weiterreden. Kommt schon, hier geht's lang. Dunkel ist es hier nicht. Ich habe alles sehen können. Auch im Dunkeln könnt ihr alles sehen. Ich habe die schlechte Augen. Du bist hier? Wie jetzt? Ihr habt mich schon gefunden? Ich war noch gar nicht versteckt. Wenn ihr durch das Tor wollt, müsst ihr uns alle finden. Hä? Sie hat sich nicht mehr versteckt? Hä? 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 Hm? Verstehe ich nicht, Mann. Das geht's. Hä? Was? Ah, so kommt man überhaupt erstmal hier hin. Aha. Aber warum hat sie sich ja nicht versteckt? Warum hat sie denn einfach nur hier gewartet, ganz oben am Tor?
Vor allem ihr Kollege war ja auch schon hier, also macht das ja keinen Sinn, dass es das so doppelt gemoppelt ist. Hä? Das check ich ja irgendwie gar nicht. Es tut mir leid, das check ich irgendwie gar nicht. Okay, aber ich check mal die Gegend hier ab. Hier gibt's aber schon noch was. Nee, das nächste Mal. Oh, doch. Er ist hier. Habt ihr es wirklich geschafft, mich Rüben-Opi hier auf Desolitia aus dem Dreck zu ziehen, was? Das kriegt nicht jeder hin, muss wohl an euren tollen Sturmbetten liegen oder sowas. Ihr seid nicht von hier, da könnt ihr dem alten Rüben-Opi gar nichts vormachen. Das sieht man gleich, oder riecht man? Oder riecht man's? Vielleicht erkennt man's auch an eurem Gang. Was haltet ihr bislang so von Connectania? Wisst ihr schon, wo hier der Hammer hängt? Die eine oder andere Sache habt ihr sicher schon rausgefunden, aber gewiss nicht alles. Bildet euch zum Beispiel niemals ein, jemals genug Pilze dabei zu haben. Gerade denkt man sich die Pulsing Light aus der Tasche raus und auf einmal steht man ohne da. Und ach ja, wenn ihr mal vergesst, was zu tun ist, seht im Menü in eurem Logbuch nach. Oh, da guckt da mal jemand überrascht aus der... Jemand rüberrascht. Rüberrascht, oh Mann. Aus der Wäsche, weil ich ein paar Infos im Ärmel habe. Dann sperrt mal gut den Lauscher auf. Einfach wert mal an allerbesten! Ha! Schon wieder rüberrascht, was? Tja, der Rüben-Mobi kennt sich aus. Aber Achtung, ihr Jüngelchen, ich hab noch einen. Früh rübt sich wer, später keine Lust auf Lehrgeld hat. Ja, das habe ich bei Zeiten lernen müssen. Habt ihr auch schön mitgekritzelt? Der Rüben-Mobi wiederholt sich ungern. Eins doch, aber dann mache ich Feierabend. Was kommt raus, wenn man ein Schwein mit einem Schwan kreuzt? Gleich sage es. Ein Schwanferkel, ihr ollen Rübenbrüder. Grillenzappen. Rüben-Mobi, weiß Bescheid! Sei leise. Der Typ ist immer noch ein Fiebertraum. Ich würde gerne aufwachen. Bei Team Work ist ein Junge namens Juri mit dabei, relativ groß. Er wirkt etwas seltsam, so wie er spricht und sich benimmt und wie er sich kleidet. Naja, aber er ist wohl ein lieber Junge und ein guter Freund. Okay, das klingt doch zumindest schon mal ganz nett. Ah! Nicht an meine Unterhose greifen, du Greifkerl. Greifer, du. Zu früh. Da macht man zwar verschiedene Animationen. Ja, ich kann das nicht. Ich hab das nicht drauf. Ich hab's einfach nicht drauf, Freunde. Es tut mir sorry, aber es ist einfach so. Aber hey. Gegen einen ist es nicht schwer. Seht ihr? Mehr Blech. Wir brauchen die bestimmt, die Bleche. Deshalb nehme ich die gerne an mich. Bestimmt kann dann Fabrizia bessere Items herstellen. Das muss ich sagen. Bubadabam. Pilz. Dann fress den auch direkt mal. Gut so. Also, wir können hier lang nach oben. Aber ich will auf jeden Fall nochmal nach unten leicht lang. Egal, wo wir jetzt lang gehen. Und wo wir wen finden. Wir müssen ja noch den Typen finden. Dag! Hä? Der alte Bode hier ist so löchrig, da könnte man sich auch gleich in einem Käse verstecken. Wann die wohl kommen? Mit der Zeit wird Verstecken langweilig. Chill mal, nur weil du der Letzte bist, der gefunden wird. Mario, da hinten ist der. Ja, Luigi, ich hab's gesehen. Ja, so reden die Brüder miteinander. Ist hier überhaupt um was? Nö, nur Labyrinth. Oh nein. Oh Gott, das ist ein Wohnhaus. Ja, nein, hier würde ich nicht wohnen wollen. Man, das ist doch wirklich so ein Pokémon-Puzzle. Da war noch ein Block. Nee, zurück. Kann ich zurück? Ich würde ja gerne alles sammeln und finden, wenn es geht. Dang it. Nein, ich... Oh, diese Ladezeiten, die gehen mir auf die Nerven. Geh mal auf den Keks, du. Kann ja auch nicht drüber springen, ne? Nope. Das ist zwar so.
Gibt's aber irgendwas? Renn ich gerade einfach nur so? Runterfallen oder? Ich fahr mal runter. Schauen wir mal. Das war so klar, oder? Das war so klar. Die Musik. Dun. Ich habe keine Ahnung, was lang geht. Ah, wir sind richtig. Ein super Verstärker, aber ich fahre natürlich wieder in ein Loch. Ah, wo bin ich hier? Ach, keine Ahnung, wo. Nein, das kann nicht sein. Ich bin nur super versteckt. Sogar vor mir selbst bin ich versteckt. Oh, er hat mich gefunden. Ja. Ich hab mich nicht verlaufen. Überhaupt kein bisschen. Der Ausgang. Ja, geradeaus. Dann links und dann nochmal links. Dann nochmal links. Genau, das müsste es sein. Geradeaus. Links. Dann nochmal links. Und dann nochmal links. Das ist doch wieder ganz der Anfang. Hallöchen, ich... Willkommen zu Hause? Auch egal, du warst nämlich der Letzte, der uns gefehlt hat. Wow, ich war der Letzte Versteckte? Ha, dann bin ich ja ein Versteck-Genie. Alle mir nach, ich bin nämlich auch ein verstecktes Anführer-Genie. Dem traue ich nicht. Also dann, auf zum Leuchtturm. Der hat sich gerade richtig aufgeregt. Ist so verarscht gefühlt wahrscheinlich. Oh man. Ich muss doch wieder alles sammeln. Ja, meinetwegen. Ich ruhe hier schnell alles. Oder ich versuche zumindest alles zu finden. Direkt das erste Loch. Dann kommen wir hier entlang. So einem Sirup. Cool. Oben links die Treppe runter. Finden wir einen Pilz. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, wir sind hier runtergegangen und hier noch nicht. Also gehen wir hier lang. Ah, ne, da kommt man nur hier entlang. Ne, ah, okay, ich glaube, das war es dann schon alles, oder? Ich glaube, wir sind hier lang gegangen, um zum Ziel zu kommen. Also sprich jetzt mal hier rein. Okay, hier ist nichts mehr. Geh raus. Hä? Sind die dumm? Hätte auch einfach hier runtergekommen. Lol. Naja, wie auch immer. Haben wir das hier abgeschlossen. Und ich hoffe, es ist noch genug Zeit. Und nicht zu viel los. Unten rechts auf der Map. Sich gut geschaut. Wir sind direkt zwei deutlich da, die wir uns schnappen können. Oder zumindest zwei versteckte. Die sich mehrere aufteilen, wie wir sehen. Oh yeah. Oh yeah. Und nochmal drei weitere. Ah, die fliegen aber nach oben. Ich wusste gleich, ob ich hoch kann. Komm schon, wo ist der andere? Da hinten. Luigi, schnapp ihn dir. Sehr schön. Oh, hier sind noch Blöcke. Bonk. Und bonk. Ein Pilz. Brauchen wir den? Nö, passt. Hallo. Ich suche nach Team Wirk. Über dir weiß ich Bescheid. Rolf zum Beispiel sehe ich oft in dem blauen Gebäude im Norden. Juri spielt immer im grünen Gebäude im Nordosten. Und Gunther hängt gern beim gelben Gebäude im Resten rum. Also es ist wirklich so, dass ich nur drei verstecken. Verstehe. Nur dann sagt er halt nur, wo man lang muss, wenn man keine Ahnung hat. Aber schwer finde ich die Mission jetzt überhaupt nicht. Also das kriegt man auch alleine hin. Was habt ihr hier zu suchen? Oh, ihr spielt Verstecken? Alles klar. Ihr solltet wissen, dass manche unserer Gebäude über die Dächer verbunden sind. An manche Orte kommt man also über die Dächer. Viel Erfolg beim Suchen. Danke. Warum sagt ein erwachsener Mann zu einem anderen Erwachsenen, yo, spielt mal über die Dächer? Yippie! Okay, cool. Was geht ab? Herzlich willkommen, braucht ihr Ausrüstung? Ich wollte mich nochmal umschauen. Brüderhose. Oha. Oha. Erleidest du Schaden, wird ein Baby wiedergestellt. Oh, die ist geil, die Hose. Huh. Ja, für beide direkt holen, oder? Es wären aber 1040 Münzen, sich jetzt beide zu holen. Was will ich sowas von lohnen? Wir brauchen dringend. Oh mein Gott. Solide Stiefel würden Mario um einiges noch helfen. Okay, wisst ihr was? Ich gebe jetzt endlich mein Geld aus. Ich kaufe die soliden Stiefel.
für Mario. Außerdem die Brüderhose für sowohl Mario als auch Luigi. Wir haben nämlich ganz knapp noch genug Geld, damit sie sich beide diese Hose gönnen können. Wow, jetzt habe ich endlich mal mein Geld ausgeben können. Haha, danke. Na, ich habe zu danken. Das muss ich nicht leveln. Yippie. Seit alles auseinandergebrochen ist, gibt es hier viel mehr Monster. Am schlimmsten sind die Riesenvögel, denn angeblich entführen die Leute. Oh je, das will man sich gar nicht vorstellen. Aber ja, ich habe nichts damit zu tun, oder? Nein. Wipke und der Rest von diesem Team Wirk, die sollen bloß vorsichtig sein. Denn obwohl sie manchmal etwas neben der Spur sind, die Insel liegt ihnen am Herzen. Das glaube ich denen auch. Und ich glaube auch, dass wir uns in der nächsten Folge hier wiedersehen. Machen den Leuchtturm ready und suchen weitere Inseln, Luftinseln zum Exploren. Seid dabei. Ich gönne mir jetzt noch einen Superpilz. Oder zwei. Na komm, gönn mir zwei. Komm, wenn ich schon so in Einkaufslaune bin, dann auch zwei. Super Sirup. Hoffentlich finden wir auch noch welche. Oh, Super Nuss. Hoffentlich müssen wir auch noch welche finden. Ja, ja. Da haben wir nötig.